Gumo, ich habe mir mit der lieben Feli ein paar TikToks reingezogen. Deswegen sehe ich diese kleine TikTok-Reaction hier. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran und ja, viel Spaß mit dem Video. Wie viel Geld geben TikToker im Monat aus? Okay. Gibst du im Monat aus, privat? Wirklich? Jetzt mal wirklich. Beim letzten Mal hast du rumgeflunkert, das hat auch keiner mehr geglaubt. 14.000 oder so? Ach, 14K, Digga. Was? Also nein. Nein, nein, ja, ach so, doch einmal die Wahrheit aus Versehen rausgerutscht nee, bei dir. Nicht halt so, einfach 14.000, ja, so ungefähr. Für was denn? Schnelle Autos. Quatsch, jetzt? Nein, Privatausgaben? Ja. Achso, privat glaube ich nicht so viel. Also geschäftlich 14.000 würde ich sagen. Aber wo sind denn, wo steckst du denn 14.000 in? Ein Video. Ja, viel Geld? 7,5. Du bekommst 7.000 Euro. Gibst du denn dein Kameramann? Mach das for free, der hat Bock mit mir rumzulaufen. Er darf die Damen filmen bei meiner Abmoderation. Egal. Also, das ist wieder ein sehr lustiges Video hier. Ne? Nein, nein, erst mal zu dem das davor. Aber okay, wie viel Geld gibst, wenn ich dich fragen darf, wie viel Geld gibst du privat aus? Privat? Also, man hat ja Fixkosten. Miete, Krankenversicherung, zählt man das dann auch mit dazu? Okay, lass uns mal Miete rausnehmen. Nur Miete rausnehmen, sonst alles mit rein. Auch Krankenversicherung? Ja, okay, dann tue ich die Krankenversicherung mit raus. Ja, okay. Okay, ansonsten glaube ich so, also wenn es nicht ein Urlaub ist, sondern so ein normaler Monat, wahrscheinlich so 600, 700. Ich würde auch sagen, dass ich recht sparsam lebe eigentlich. Ja. Also das Teuerste, was ich mir halt gönne, ist halt, ich gehe halt echt gern frühstücken. Das mache ich so zweimal im Monat. Brunchen ist lecker auch. Boah, ich liebe es halt so frühstücken gehen, das ist halt so nice, einfach so. Dieses eine Restaurant, wo wir waren, das war auch so geil, ne? Oh ja, bei Leni gehe ich auch gerne frühstücken, ja. Ja. Sehr cool. Da bin ich halt so zweimal im Monat, denke ich mal. Aber das Ding ist, das kostet halt 12 Euro, dann einmal frühstücken gehen. Ich weiß gar nicht, für was man so viel Geld ausgeben soll. Und das Ding ist, ich war ja auf 4 Festivals und ich habe halt keins davon bezahlt. Ja, well, man kann sich dann akkreditieren lassen als Content Creator. Nein, ich habe halt die Karten immer geschenkt bekommen. Also guck mal, Splash habe ich von Krombacher bekommen, die Karte. Wacken habe ich von Krombacher bekommen, die Karte. Perucaville habe ich von Saratza bekommen, die Karte. Und Juicy Beats wurde ich eingeladen von einer Freundin. Ja. GG easy für dich. Das Ding ist... Also ich würde jetzt sagen, so, keine Ahnung, im wirklich teuren Monat, wo man sich halt auch mal was gönnt, so 1.000 Euro, aber sonst halt weniger. Das Teuerste ist halt immer essen gehen, würde ich sagen. Wenn man halt mal mit Freunden essen geht oder mal in eine Therme geht und einfach was unternimmt. Ja, aber selbst Therme ist mir manchmal einfach so... Also hier in Aachen ist voll die große, riesige Therme, die richtig nice sein soll. Und ist mir einfach so teuer, weil ich irgendwie so... Ich bin halt irgendwie so ein kleiner Sparfuchs. Also. Obwohl ich halt so Therme nach der Gamescom schon echt fühle, ne, wenn man so komplett verspannt ist. Könnte man machen, ja. Einfach dann so in eine Sauna und dann... Ach, chillen. Könnte man machen, ja. True, 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 true. Mal muss man sich halt auch lohnen. Okay. Aber ich überlege gerade, was gebe ich aus für, also privat. Ich glaube wirklich privat. Okay, ich habe ein Auto, da muss ich die Versicherung von bezahlen. Handy ist halt geschäftlich. Klar, Strom sind irgendwie so für mich so 200 Euro im Monat. Klar, ja, das kommt noch mit drauf. Ich weiß nicht, ob du Strom jetzt mit einberechnet hast. Aber ich, nee, sag ich, mal. Ich habe actually nur so wirklich, also so Fixkosten habe ich weggelassen eigentlich. Okay, Fixkosten weglassen. Ey, Retail, wenn wir Fixkosten weglassen, gebe ich privat, würde ich sagen. 300 Euro aus. Maximal. Ich esse halt recht günstig, würde ich sagen. Ich glaube, ich gebe so für Essen so 200 Euro aus im Monat vielleicht. Und dann nochmal so Huni für halt so Lifestyle-Sachen. Vielleicht 400 oder 500 Euro. Aber ich, ja, wenn man halt mal so shoppen geht oder so, sich neue Klamotten gönnt, dann halt. Aber geschäftlich gebe ich im Monat, pass auf, um meine geschäftlichen Kosten zu decken, das ist auch abgefuckt einfach, um meine geschäftlichen Kosten zu decken, muss ich im Monat knapp 10.000 Euro verdienen. Dann habe ich meine geschäftlichen Kosten gedeckt. Aber du hast ja auch Angestellte. Ja, ja, ich habe halt Angestellte. Also, naja, also, deswegen. Also, Büro und Stuff. So drei Leute leben halt von meinem Geld, was ich verdiene. Drei komplette Menschen leben davon, dass sie bei mir so mitarbeiten. So. Ja. So, die müssen alle bezahlt werden. Und dann halt noch Büro. Dann halt noch ganze Technik, dann noch Versicherung für Technik, etc. Bababa, pipapo. Ich muss halt wirklich 10K mindestens verdienen, sonst bin ich im Minus im Monat. Das ist crazy. Das ist aber schon auch richtig Pressure irgendwie. Ja, geht. Passt schon. Wenn man halt so Angestellte hat, dafür, keine Ahnung, gruselt es mir immer so ein bisschen. Ja, du musst halt auch immer was, du musst immer vordenken vor allem. Also das Ding ist, du musst ich muss... was zurücklegen auch dann noch. Ja, natürlich. Ja. Aber das Ding ist, was man sehr schätzt, ist, dass du immer vorplanen musst. Zum Beispiel, ich muss heute planen, was mache ich morgen? Mein Angestellter Nico kommt morgen vorbei. Was mache ich mit dem? Was macht er? Was tut er? Das muss ich ja jetzt schon planen. Und ja, du musst ja deinen Angestellten auch beschäftigen sozusagen, dass die Worth dann sozusagen... Richtig, und ich muss dauerhaft 24/7 einfach planen, was sie tun.
Das ist halt noch mehr Arbeit, als allein selbstständig zu sein. Yeah, aber es lohnt sich halt auch, weil ich einfach sagen kann, zum Beispiel an Pit, der kümmert sich komplett um meinen Zweitkanal, sagt dann hier, ey, ich habe mit Feli TikTok reacted, mach 2 Videos draus. Ja. Und dann kriege ich halt irgendwann 2 Videos zugesendet, die ich dann abnehme. Er schickt mir Thumbnails zu, dann reden wir über die Thumbnails, sagen so, wir können das Video so und so nennen, da wir könnten da vielleicht noch den Aspekt mit reinbringen, mach das mal nochmal so und so. Und dann gebe ich die Aufgabe wieder ab. Da sage ich, mach jetzt wieder fertig. Das ist halt cool, ja. Weil man muss halt viel vorplanen, aber im Nachhinein rentiert sich schon. Ja, okay. Ja, Deutsche trinken Bier. Wenn du nach Hause kommst, zeige ich dir einen Zaubertrick. Welchen? Ich schlaf mit dir und du haust ab. Okay. Okay. Hey, er ist ehrlich. Anspruch funktioniert 1 in 1 Million Mal, Leute. Weiß ich nicht. Ich glaube, der funktioniert öfter. Also, ich weiß nicht. Vielleicht, wenn, keine Ahnung. Nein, du musst. Also, richtig hacke pass auf. Ist. Pass auf, du musst einen guten Spot finden. Sowas kann man manchmal im Club oder an der Bar machen. So, wenn halt Leute betrunken sind, das geht dann. Und du musst es so um 3 Uhr machen. Bist du schon oft mit Anmachsprüchen bei wem gelandet? Ich habe es noch nie gemacht. Ja, guck, du hast nicht mal eigene Erfahrung hier. Nein, aber pass auf. Ja, ja. Sowas kann funktionieren, ich sag's dir. Und zwar musst du es so um 3 Uhr machen, wo halt noch die Energy von den Leuten da ist, aber es auch um 3 Uhr lohnt, kann man doch schon gehen. Das ist okay so. Wenn du dann einfach auch gut aussiehst und einen schönen Humor hast, bababa, und sie dann auch einfach so locker drauf ist, ja, ich habe keinen Freund, scheiß drauf. Ja, der sieht gut aus, warum denn nicht? So, dann kann das, ich glaube, das kann funktionieren. Press X to doubt, Leute, press X to doubt. Aus der Frauenperspektive zumindest. Nein, aber es ist doch viel cooler, wenn er sagt, ey, hast du Lust mit mir zu kommen, dann schlafen wir miteinander. Und dann, also nicht aufdringlich, das war ja gerade eher mit Humor gemacht, wie er es gemacht hat, fand ich. Das ist ja viel cooler als jemand, der sich so hinterrücks so ranmachen will und so, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, es ist trotzdem nicht der Regelfall, dass sowas funktioniert. Okay, ja. Ich glaube, der Chef sagt auch X. Ich glaube, es kann funktionieren, sag ich dir. Ich habe ja, noch nie gemacht. Da musst du es mal ausprobieren, nein, ne? Da musst du es, wenn du glaubst, so ich bin nicht im Club, ich bin nicht der Clubanmacher, bin ich gar nicht. Ich gehe in den Club, um halt zu dancen, um Spaß zu haben. Und wenn, dann werde ich angedanced. Also, ey, ich freue mich auf die Gamescom-Partys. Boah, ich bin da wird abgedanced. Ich bin halt am Dienstag auf einer Party, ich bin am Mittwoch auf einer Party, ich bin am Donnerstag auf einer Party. Ja, die 3 Tage. Nee, und Freitag natürlich, klar, Freitag natürlich noch die Bootshaus-Party. Gamescom ist Leute treffen und Party. Ich habe sehr Bock. Can you grab them? Touch my boobs. What? No, dude. I'm fucking filming a story about this scene right now. What the fuck? Touch my boobs. Guck mal, das war auch sinnlos, das TikTok, aber es war lustig irgendwie dabei. Ja, das war ein lustiges TikTok wieder. Ja. The curl-ups now. Ready? Begin. Up, down, 1, up, down, 2, up, oh, ich checke. Down, 3, das ist gut gewesen, das ist gut gewesen. Sozusagen, aber das machen die meisten Männer nicht. Und jetzt komm, du machst es natürlich, ja, ja. Warte, ich will ja nicht flexen hier, aber. Ja, aber. Sorry, aber meine Wohnung ist fucking aufgeräumt. Liegt an nichts rum. Guck. Okay, ja, der Kameraausschnitt vielleicht. Oh, ist es ist alles da, wo es hin muss. Alles ist an seinem Platz. Ah, ich muss dir gleich ein Video von meinem Garten schicken, Feli, wie es da gerade aussieht. Du wirst sagen. Ja, aber da habe ich auch in der Instagram-Story gesehen, da haben 2 andere Mädels irgendwas sauber gemacht. Ja, es kann sein, dass andere Mädels das sauber gemacht haben. Ja, das kann sein. Aber ja. Ich habe auch ganz viel geworkt heute. Ganz viel geworkt, die andere Mädels beim Saubermachen gefilmt. Nein, ich habe heute. Ist der Teppich gesaugt? Ja, den Teppich habe ich vor 2 Tagen gesaugt, kann sogar eine Freundin beurteilen. Der Staubtest wird gemacht. Ja. You did it. You're helping me. One little curl cute. At a time. And you're gonna like it. Because I'm fucking fed up with your bullshit. Welche Schuhgröße hat deine Freundin? Okay. Freundin? Ich glaube 36 oder 36,5. Jackpot, Bruder, sag dir so, wie es ist. Da hast du alles richtig gemacht, Digga. Bist du jemand, der auch Füße interessant findet oder eher nicht so dein? Diese Gesprächsthemen, Digga. Ich bin jemand, okay. Der findet Füße, gepflegte Füße wichtig, aber ich bin nicht so einer, der Füße so geil findet. Aber gepflegte Füße sind wichtig. Hm. Fühle ich aber. Also, findest du Füße geil? Ja. Aber ey, ich finde, man darf offen so darüber reden. Das ist doch vollkommen fein. Ja, das stimmt, das stimmt. Hello, Smart Fellow. Hallo.
No, you go straight on, mate. You go straight on. Sweet. He's a good boy. Nein, alle sollen Sex haben, so viel sie wollen. Immer und jeden Tag. Also es gibt gar keine, also obwohl doch, wenn sie zu jung sind, dann nicht. Aber wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dann kann man schon loslegen. Ah, das war's mit dem Video. Die random aus, okay, ich dachte, da kommt noch eine Porn. Es gab so ein paar richtig random Videos. Ja, das auch am Ende so. Also, warum gibt es ein perfektes Alter für Sex? Ab 18? Frage. Ja, ey, damit bin ich durch. Dann mache ich noch mal kurz ein Abbot. Hello YouTube, wahrscheinlich würden wir jetzt hier drei Videos oder so, keine Ahnung. Falls euch das Video gefallen hat, schaut vor allem bei der lieben Feli vorbei, die hier oben ist. Ist nämlich da unten verlinkt. Geht da vorbei. Sie macht nice Twitch-Streams und hat auch einen Instagram-Kanal, wo sie Surstrap-Bilder hochlädt. In einem bestimmten Bikini. Oh lala. Dieser Bikini verwirrt mich sehr, weil ich nicht weiß, ob hier was einfach hautfarben ist oder ob der einfach nur... Das ist actually so hautfarbenes Mesh, weil sonst würde das Schwarz ja nicht halten. Ja, ja, klar. Ja, ja. Ja, ja. Also es ist so Mesh. Ja, ne? Auf jeden Fall geht er vorbei. Verwirrend, aber gut. Auf jeden Fall geht er vorbei und kommentiert unter all ihren Bildern diesen Smiley mit dem Cowboy-Hut. Da wird sie sich freuen. Freue ich mich sehr. Ansonsten, haut rein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Abonniert gerne für mehr TikTok-Reactions und Tschüssli-Müsli. Tschüssi. Bye-bye.